Pfarrer Schorsch informiert Anna-Maria darüber, dass in ihrer Kiesgrube Sondermüll vergraben ist. Doch bevor sie etwas unternehmen kann, lässt Moosreitner den Dreck auf eigene Faust entsorgen. Anna-Maria ahnt, dass ihr Partner in die Geschichte verwickelt ist, doch kann sie nichts beweisen. Endlich ist Manuel aus Amerika zurückgekommen, aber die Freude am Wiedersehen ist schnell getrübt. Als Manuel erfährt, dass seine Mutter das Kieswerk an Moosreitner verkauft hat, ist er entsetzt. Anna-Maria hat wieder eine Sorge mehr. Sie haben einen verlaufen. Sieh, das ist vernicht der englische Garten. Ach, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Herr Holzapfel, das geht in Ordnung. Die Dame gehört zu mir. Grüß Gott, Frau Bertram. Was machen Sie denn schon am frühen Morgen auf dem Kiesberg? Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, muss der Prophet den Berg besteigen. Ich will wissen, wie es dir geht. Wenn du dich lange nicht bei mir sehen lässt, hast du meistens große Probleme. Und ich sehe, ich habe richtig vermutet. Was ist los? Was ist passiert? Sollen wir ins Büro gehen? Nein, im Büro fand ich noch nie leiden. Herr Lange? Ja, bitte? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin schon völlig fertig. Sie sind völlig fertig? Na, dann beruhigen Sie sich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Was gibt's? Eigentlich ist das ja die Angelegenheit von Ihrem Herrn Vater. Aber ich erwische ihn ja nie. Und ich kann diese Rechnungen nicht länger liegen lassen. Aber ich kann sie auch nicht bezahlen, weil ich nicht weiß, ob das vom Geschäftskonto oder vom Privatkonto runtergeht. Ja, geben Sie mal her. Mein Vater wird Ihnen schon nicht den Kopf abreißen. $6,500 $13,680 für eine Registrierkasse. $13,680. Ja, was in aller Welt haben wir mit Barhockern zu tun? Eben, das ist mir ja auch ein Rätsel. Aber doch einige Probleme angesammelt. Bisschen viel für deine schmalen Schultern. Ja, das Gefühl habe ich langsam auch.
Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob du wirklich verkaufen musstest. Aber nach all dem, was du erzählst, habe ich das ungute Gefühl, dass dieser Moos... Moos, wie heißt er? Moosreitner. Moosreitner nicht der richtige Partner für dich ist. Warum hast du denn nicht an deinen Alexander verkauft? Oder an seinen Vater? Genau das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, es wäre ein Fehler, ihn zu verkaufen. Ich wollte unsere private Beziehung nicht belasten. Das Gegenteil eines Fehlers ist wieder ein Fehler. Hat schon ein griechischer Philosoph gewusst. Und jetzt möchtest du am liebsten alles ungeschehen machen. Das vertragte Kieswerk wieder haben. Und vor allem deinen Alexander. Aber wenn ihr euch wirklich liebt, wird sich das alles einrenken. Ich denke, das ist alles ein bisschen viel für dich. Um wichtige Entscheidungen zu treffen, braucht man Ruhe. Und man braucht Berater. Und da denke ich an den alten Langer oder an Quastel oder an... Herrn Kagel. Kagel. Weil du musst nicht machen, was sie sagen. Aber ihre Meinungen helfen dir, klarer zu sehen. So, also ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Und fahre in mein Museum. Kommst du mit? Ich kann nicht. Na, dachte ich mir. Ich bin froh, dass der Prophet zum Berg gekommen ist. Ich erwarte eine Erklärung. Ja, das ist alles korrekt. Stehtische, Barhocker, Gläser, Malereiarbeiten für ein Bistro. Ich denke, wir leiten hier ein Kieswerk und keine Restaurantkette. Ach nee. Papa, du verschwendest in skandalöser Weise Firmengelder. Das ist immer noch mein Geld und meine Firma. Du irrst dich. Wir sind gleichberechtigte Partner, so ist das ausgemacht. Ja, das war ein Fehler. Singh, würden Sie uns einen Moment alleine lassen? Ich habe mit meinem Vater zu reden. Nein, Singh, Sie bleiben da. Es gibt nichts, was ich nicht in Gegenwart von Herrn Singh besprechen könnte. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich einen Zeugen habe. Papa, merkst du eigentlich nicht, dass dieses raffinierte Biest dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans? Also ich verbiete dir, so von Daniela zu reden. Ich habe mich ja schließlich in deine Weibergeschichten auch nicht eingemischt. Das ist mehr als nur eine kleine Affäre. Also in deinem Alter, Papa, sollte man wirklich weiser sein. Er spricht von weise. Also wenn du Angst um dein Erbe hast, dann kannst du ja versuchen, mich entmündigen zu lassen. Nicht? Also diese Rechnungen zahlst du von deinem Privatkonto. Ich rechne den Champagner, den ich trinke, auch nicht über die Firmenkasse ab. Singh, was sagen Sie dazu? Sind Ihnen die Sprüche jetzt ausgegangen? Je älter das Herz, desto heißer die Flamme. Auch das weise Haupt vermag sie nicht zu löschen. Ja, gibt nichts gegen die Liebe. Doch. Was nämlich? Eine kalte Dusche. Das ist aber nicht von Buddha. Nein, das ist von mir. Das ist auch nicht gut. Also ich merke schon, alle sind gegen mich. Auch Sie. Aber das ist mir ganz egal. Ich tue genau das, was ich will. Da bin ich. Hallo, Trixi. Grüße Gott, Frau Seeberger. Ist die Frau Gärtner? Die ist in der Werkstatt drüben mit einem Reparaturschein. Aber die ist sicher gleich wieder da. Kriege ich einen Kaffee? Ja, freilich. Wo ist denn die Post? Ach, das hat der Holzapfel schon erledigt. Aber schauen Sie mal auf meinem Schreibtisch. Da liegt der Brief für Sie. Steht drauf, persönlich. Persönlich? Drüben und Partner, Rechtsanwälte, Berlin? Kenn ich nicht. Was soll denn die? Sehr geehrte Frau Seeberger, wir müssen. Jesus, da kriegt sein Herz ganz schön, da bleibt der Löffel drin stecken.
Herr Seeberger, was ist denn los? Frau Seeberger, ist sie nicht gut? Frau Seeberger. Sehr geehrte Frau Seeberger, ich möchte Ihnen mitteilen, dass Herr Michael Sprenger, die Kanzlei Drömer und Partner, mit der Wahrnehmung seiner Rechte in der Erbschaftsangelegenheit Seeberger betraut hat. Nach Prüfung der Rechtslage ergibt sich ein gesetzlicher Anspruch auf den achten Teil aus dem Nachlass von Herrn Hannes Seeberger. Angesichts der Tatsache, dass die Ausstellung des Erbanteils noch ansteht, bitten wir namens unseres Mandanten um eine Vorabzahlung in Höhe von 100.000 D-Mark. Das darf doch nicht wahr sein. Der liebe Michael. Herr Mühlenburg? Ja? Darf ich Ihnen meinen Entwurf zeigen? Oh, so schnell ging das? Ja, selbstredend. Das ist der erste Entwurf. Wahrscheinlich zu schnell. Das sieht ja aus wie eine Kaserne. Das werden Sozialwohnungen und kein zweiter Buckingham Palace. Möchten Sie in so einem seelenlosen Kasten wohnen, nicht recht? Und anderen kann man das auch nicht zumuten, nur weil sie weniger Geld haben. Mit unserer Bauweise sind wir immer gut gefahren. Sie ist kostengünstig und zweckmäßig. Und bei meinem Entwurf werden wir mit 4.500 Mark Kosten pro Quadratmeter unschlagbar sein. In diesem Punkt allerdings haben Sie recht. Die Frau Architektin. Willkommen. Herzlich willkommen. Wir schauen uns doch nicht so finster drein. Sind wir wieder gut? Heute ist doch ein großer Tag für Sie. Kommen Sie. Ich stelle Ihnen Ihre neuen Kollegen vor. Einen schönen guten Morgen allerseits. Darf ich Ihnen Ihre neue Kollegin vorstellen? Frau Anna Maria Seeberger. Grüß Gott. Peter Paul. Guten Morgen, Hallo. Krüger. Grüß Gott. Reinhard. Alles Gute für Ihren ersten Arbeitstag. Dankeschön. Herr Moosreitner. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Moosreitner. Das ist unsere gute Frau Schmidt. Wie lange sind Sie schon bei uns, Frau Schmidt? 10 Jahre? 14 Jahre, Herr Moosreitner. In 2 Wochen ist die Abgabefrist für den Wettbewerb. Frau Seeberger und Herr Mühlenburg werden das Projekt betreuen. Ja, aber das habe ich doch immer gesagt. Haben Sie mir nicht vor 14 Tagen gesagt, dass Sie total überlastet sind? Na, Herr Moosreitner, das war nicht so gedacht. So war es nicht gut. Viel Erfolg. Auf eine gute Zusammenarbeit. Das wird sich noch zeigen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihren Arbeitsplatz. Bitte. Gefahren bin. Ein eigenes. Wo denkst du hin? Das war in einer uralten, völlig verkommenen chemischen Fabrik. Jedenfalls habe ich mir da immer vorgestellt, wie spannend das sein muss. Eine Tour quer durch Europa. Glaub mir, die Spannung verfliegt bald. Du warst Fernfahrer? 12 Jahre. 12 Jahre auf Achse. Manchmal mit einem Beifahrer, aber meistens allein. Du denkst, du siehst etwas von der Welt, aber dann siehst du nur noch, was links und rechts an dir vorbeizieht. Wolltest du nicht jemanden mitnehmen? Manchmal schon. Ich hatte eine Freundin, wir wollten heiraten. Aber als ich eines Tages nach Hause kam, hing eine fremde Jacke am Haken. Die Geografie ist der Feind der Liebe. Es gibt nicht so lange Betten.
Gut gesagt. Leider nicht von mir, sondern von Mark Twain. Klaus, es ist gut, dass du kommst. Nimmst du es bitte noch in meinen Pass da mit? In Ordnung. Ciao. Ciao. Ist irgendwas passiert? Ich muss dringend weg. Sei so gut und sag dem Holzapfel, dass ich meine Überstunden nehme. Aber Frau Gärtner, wollen Sie ihm das nicht vielleicht lieber selber sagen? Sie wissen doch, wie er ist. Nachher ist er wieder grantig auf Sie. Das ist mir ganz egal. Er hat ja noch dich. Wie meinen Sie das? So wie ich es gesagt habe. Du würdest doch sehr gern auf meinem Platz sitzen. Das stimmt nicht. Was kann ich denn dafür, dass er mich ganz nett findet? Also, ich leg's nun wirklich nicht drauf an. Ach, tust du das nicht? Was ist denn, Liebes? Du bist so blass um die Nase. Wieder Probleme? Ich fliege jetzt nach Berlin. Nach Berlin? Was willst du denn in Berlin? Was soll ich da schon wollen? Mit Michael reden natürlich. Was da in dem Brief gestanden hat. Jetzt mach dir doch keine Sorgen. Gut, Michael will Geld. Das ist nicht gerade die feine Art, das über den Anwalt zu besorgen. Aber das muss die Frau Seeberger klären. Das ist doch nicht deine Angelegenheit. Natürlich ist es meine Angelegenheit. Weil mein Michael sowas nie tun würde. Soll das heißen, dein Michael? Er ist doch nicht dein Sohn. Ich kann hier nicht länger untätig rumsitzen. Ich muss erfahren, was mit dem Jungen los ist. Und wenn einer ihm die Meinung sagen kann, dann bin ich es. Bis heute Abend, Anna. Auf Wiedersehen. Wer ist die Schäfer, euch zu arbeiten? Was ist das? Herr Christine, eine junge Frau, die froh ist zu arbeiten. Wo gibt's denn das heute noch? So ein kleiner Hof wie der eure. Der gefällt mir schon lang. Man könnte direkt sagen, dass das ein ökologischer Betrieb ist. Jetzt redet die auch schon so ein Zeug daher. Dabei machen wir nichts anderes, als was wir immer gemacht haben. Ja, aber genau das meine ich doch. Ja, bloß ist mit unserer traditionellen Produktionsweise wenig zu verdienen. Mit Massentierhaltung, neuen Maschinen und viel Chemie, da ist schon mancher reich geworden, der den Titel Bauer gar nicht verdient. Glück ist das Bio-Essen ja jetzt richtig modern geworden. Ihr redet und redet. So werden wir nie fertig. Na, lass uns doch. Bei einem gescheiten Gespräch, da geht mir die Arbeit ganz leicht von der Hand. Gescheites Gespräch, dass ich nicht lache. Sag einmal, Lisa, warum bist du eigentlich nicht daheim geblieben, auf dem Hof von deinen Eltern? Daheim als Magd? Ja. Nicht einmal der Dankeschick gesagt. Außerdem wird eh nur gemacht, was meine drei Brüder sagen. Als Kind habe ich mich bei denen schon immer unbeliebt gemacht. Die Viecher, wo die eingesperrt haben, habe ich immer wieder freigelassen. Ja, und jetzt haben die auch so eine riesige Schweinezucht aufgezogen. Na, das ist nichts für mich. Ich mag es halt lieber so. Da wäre doch der Hof vom Josef genau das Richtige für dich. Wunderbar gelegen, perfekt ökologisch. Außerdem ist er Junggeselle. Tja, was redst denn da? Bin doch froh, dass wir die Lisa haben. Und du möchtest das an Josef verkuppeln. Keine Angst, der Josef, der sieht mich doch gar nicht. Hat doch nur Augen für eure Anna-Maria. Tja, ein Mannsbild, wo die nicht sieht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt müssen wir aber was tun, sonst kriegen wir keine Brotzeit von der Bäuerin. Sefi, schau doch mal die Sache an, die trinke ich nicht. So geht's ja wirklich nicht. Ja, siehst du das? Ja, Schalke. Jetzt hab ich schnell zum Prüfen. Raus, die hol mal uns jetzt. Ja, da Miami Weiß? Oder was habt ihr euch dabei gedacht? Ha? Gar nichts. So, Freundl, das denke ich mir auch. Jetzt zeig's mir mal eure Papiere.
Hey, man kann aus einem Mucken einen Elefanten machen, oder? Ein bisschen Spaß wird erlaubt sein. Kleines Wettrennen und so, oder? Die Polizei soll sich lieber darum kümmern, dass hier keine alten Omas ausgeraubt werden, ja? Weil die Omas sollen aber auch nicht von einer wildgewordenen Horde Halbstarker überfahren werden, ja? Und eine ohrfreche Bemerkung wirst du. Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse, ja? Ja, hat sie nicht so gemeint. Ich wollte doch nur ein bisschen fahren. Dafür sind aber die Straßen nicht da. Jetzt sind sie halt da nicht so. In Deutschland gibt's da nur Verbote. Sie waren doch selber mal jung. Wir haben uns wirklich nichts Dramatisches dabei gedacht. Es tut uns leid. Ausnahmsweise drücke ich nur auch zu. Aber in Zukunft fahrt zivilisiert, ja? Keine Wettrennen auf der Straße. Sonst gibt's richtigen Ärger. Versprochen? Okay. Okay. Hast du ehrlich cool gemacht, Alter. Tja, mit ein bisschen Diplomatie geht das alles. Jetzt habe ich das Ding endlich und darf nicht mal damit fahren. Wir bräuchten halt einen Platz, wo es so richtig geil abgeht. Isaun. Verboten, Naturschutz. Hey, Alter, wie wär's denn mit deiner Kiesgrube? Spinnst du? Wieso denn nicht? Da ist am Wochenende doch keiner. Ja, sicher. Komm, 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 komm schon. Auf geht's. Ja, okay, einverstanden. Aber kein Wort zu niemandem, okay? Das habe ich gedacht, du machst einen Witz. Nach Witzen ist mir nicht zumute. Was hast du denn? Ist irgendwas passiert? So ein Trubel. Nicht hier. Lass uns woanders hingehen. Na los, komm, ich zeig dir erstmal was. Dass man hier wieder durchspazieren kann. Damals habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe geheult. Hättest du mal hier sein müssen in der Nacht, Margot. Ich sage dir, die ganze Stadt, das war eine einzige tobende Masse. Das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Und heute sind wir Wessis und Ossis. Das ist doch verrückt. Von der ganzen Euphorie ist verdammt wenig geblieben. Tja, die Menschen sind manchmal schwer zu begreifen. Läuft es oder gibt's Probleme? Nein, es ist alles in Ordnung. Schreibt gerade die letzte Rechnung und dann haben wir alles fix und fertig zum Unterschreiben. Ja, wunderbar. Auf die kann man sich halt verlassen. Wo ist denn Gärtnerin schon wieder? Die nimmt ihre Überstunden, so wie sie es ihr geraten haben. Ja, unkollegial nenne ich sowas, dass man die da alle eins arbeiten lässt. Ah, oh, ich schaff das schon. Tüchtig bist du, Trixi. Wirklich sehr tüchtig. Also, ich sehe dir doch an, dass du eine Stinkwut auf mich hast. Was ist denn los? Du bist ein richtiger Schuft. Während der ganzen Fahrt habe ich darauf gewartet, dass du von dir aus mit dem Thema anfängst. Aber nein, du pfeifst fröhlich vor dich hin, als könntest du kein Wässerchen trinken. Es ist wirklich unglaublich. Also, ich verstehe nur Bahnhof. Was ist denn los? Das frage ich mich seit Tagen. Und das fragt sich die Frau Seeberger auch. Und jetzt hör endlich auf, das Unschuldslamm zu spielen. Du solltest dich wirklich schämen. Und warum? Warum? Die Frau Seeberger hat dich wie einen Sohn aufgenommen. Du hast da gewohnt und für Manuel und Patricia warst du wie ein großer Bruder. Pass mal auf, wenn Anna-Maria mich nicht fast rausgeschmissen hätte, wäre ich das auch heute noch. Oh Gott. Margot, meinst du vielleicht, ich leide nicht darunter, dass ich aus München überhaupt nichts mehr höre? Och, du leidest und wunderst dich noch. Also du, jetzt reicht's mir. Fahr mich zum Flughafen, ich hab die Nase voll. Hör mal zu, du fährst nirgendwo hin, bevor du mir nicht endlich sagst, was los ist. Na gut, ich werd's dir sagen. Du schickst der Frau Seeberger einen Rechtsanwaltsbrief und forderst 100.000 Mark. Mein Gott, wenn du Geldprobleme hast, hättest du ihr es doch sagen können. Sie hat dir doch nie dein Recht auf deine Erbschaft verweigert. Aber einfach nur einen Anwaltsbrief zu schicken, also das ist geschmacklos. Ein Anwaltsbrief mit Geldforderungen? Damit habe ich nichts zu tun. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Bin ich ein Idiot oder was? Aber du hast doch einen Rechtsanwalt beauftragt, einen Herrn Drömer oder so.
Römer. Bei dem arbeitet Gudrun in der Kanzlei. Anna Maria? Ja? Wollen Sie mal schauen? Gerne. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Viel Grün, sonnige Wohnungen. Gefällt mir. Ja? Oh, hier ist schon 4 Uhr. Hauptzeit ist mir davon gelaufen. Ich muss weg, ich habe nur ein paar Termine. Ich werde mich wohl auch am Wochenende dran machen. Die Zeit drängt. Der Abgabetermin rückt immer näher. Das wollte ich auch schon vorschlagen. Während der Woche habe ich so viel anderes zu tun. Da kann ich nicht dranbleiben. Wir können bei mir zeichnen. Da habe ich alles, was wir brauchen. Ja, sehr gern. Abgemacht. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Sieberger. Es ist doch immer das alte Lied. Kaum wackelt eine mit dem Hintern, schon verlieren die Männer den Verstand. Von Ihnen hätte ich das nie gedacht. Warum sind Sie denn so stutenbissig? Stutenbissig? Ja, ich? Das ist wohl eine Frechheit. Wenn meine Mutter davon Wind kriegt, was glaubst du, dass ich mich wieder für eine Predigt anhören darf? Das wird schon gut gehen. Du hast doch selber gesagt, dass am Samstag da niemand ist, oder? Schau mal, was ich mir von Max seiner 80er gekauft hab. Vergaser und Auspuff für 20 Mark. Meinst du nicht, dass es ein bisschen unfair ist? Mach doch nicht ins Hemd. Meinst du nicht, dass die anderen auch an ihrer Maschine umeinander basteln? Du, übrigens, warum hast denn du letztes Mal Mathe nicht geschwänzt? Stehst du neuerdings auf Integralrechnung? Ach Quatsch. Ich hab bloß keinen Bock, eine Ehrenrunde zu drehen. Ich zieh das Jahr durch und dann ab nach Amerika. Was magst du denn da? Ich zieh mir das Know-how rein. Dann komme ich wieder und kauf alles zurück, was uns dieser Arsch abgekauft hat. Warum macht das eigentlich nicht deine Mutter? Hallo, ihr zwei. Grüß Gott, Frau Seeberger. Hi, Mom. Ist was kaputt? Ihr zwei schaut's aus wie die Mechaniker vom Dienst. Aber Manuel plus Käufer seine Kupplung zum Reparieren. Da war's gelähmt. Sollen wir's da nicht besser zum Richten bringen? Nicht, dass noch was passiert. No problem. Wir haben schon alles im Griff. Weiß eigentlich Anna-Maria, dass du hier bist? Nein. Das habe ich ganz spontan entschieden. Und ich bin heilfroh darüber. Wir hätten dir ja wirklich Unrecht getan. Du bist doch die Beste, Manuel. Oh, mit Gudrun, das werde ich klären. Mach dir keine Sorgen. Los, aber erzähl mal, wie geht's Pascal? Wie soll sie schon gehen? Sie ist schwanger und hat keinen Vater fürs Kind. Weil der mir nichts, dir nichts nach Berlin gegangen ist. Pascal ist schwanger? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Und ich hab gedacht, Manuel spinnt. Vielleicht solltest du in Zukunft bei deinen Liebschaften etwas besser aufpassen. Weißt du, du hältst mich für den Vater? Natürlich. Das wird ja immer schöner. Sag mal, ihr traut mir wirklich jede Schweinerei zu, hä? Das haut mich um. Du bist vielleicht nicht der Vater. Nee, leider nicht. Mami, kann ich mal mit dir reden? Ja, natürlich. Was hast du denn auf dem Herzen? Sag mal, möchtest du jetzt die ganze Zeit als Architektin arbeiten oder ist das nur so ein Spleen? Spleen? Was meinst du denn damit? Ach, so ein Selbstverwirklichungstrip. Kreative Entfaltung, Emanzipation oder wie dieser Frauenscheiß auch heißt. Manuel, wir haben das doch alles schon miteinander besprochen. Es macht mir Spaß und ich will es versuchen, verstehst du? Ja, ich meine, ich finde das ja ganz toll. Aber was ist mit dem Kieswerk? Die brauchen dich doch. Ich gehe nicht verloren. Ich hab's im Griff. Sowohl als auch. Ja, das habe ich gemerkt. Ich meine, du hast ja nur 50% vom Werk verloren. Manuel, jetzt reicht es. Ich versuche dir etwas zu erklären und du wirst schon wieder aggressiv. Weil du die Wahrheit nicht ertragen kannst. Wenn ich etwas zu sagen hätte, dann würde ich alles tun, um dem Typen das Kieswerk wieder abzuknöpfen. Aber nein, du arbeitest sogar noch für ihn.
Eigentlich habe ich keine Lust, dir das alles noch einmal vorzukauen. Aber ich musste verkaufen. Dein Vater hat mir wahnsinnige Schulden hinterlassen. Und dann kam noch diese Steuernachzahlung. Ich hatte keine Wahl. Lass meinen Vater aus dem Spiel, okay? Oh, Patricia, holst du noch ein bisschen Milch aus dem Kühlschrank? Immer ich. Wieso kann nicht mal der Manuel aufstehen? Lass mal, ich mach das schon. Du bleibst sitzen. Patricia, bitte. Haushalt ist nicht nur Frauensache. Das hast du mir selber mal gesagt. Ist ganz schön faul. Kannst du auch zu nerven, schwinge dich dein Hintern hoch. Seid gemein. Immer lasst ihr eure schlechte Laune an den Kleinen aus. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Manuel, du benimmst dich wieder mal unmöglich. Okay, ich warte. Ich hab sowieso ein Date. Patricia, na, wie geht's? Ich hoffe, ich störe euch nicht. Nee, wir frühstücken gerade. Das heißt, die anderen frühstücken gerade, weil ich immer aufstehen muss. Du armes Kind. Frau Gärtner. Guten Morgen, Frau Seeberger. Das ist ja Überraschung. Ist was passiert? Ja und nein. Ich war gestern in Berlin. Ich muss Sie unbedingt allein sprechen. Ja, natürlich. Geh mal rein. Mhm. Irgendwo ein Loch im Zaun ist. Der Meister hat alles gesagt. Pascal? Ja? Hast du einen Moment Zeit für mich? Ja, natürlich. Komm, wir setzen uns auf die Bank. Was hat Frau Gärtner erzählt? Na, was hat sie erzählt von Berlin und so? Von so soll ich dir ganz liebe Grüße bestellen und dir einen dicken Kuss geben. Hat sie mir schon erzählt, dass ich ein Kind warte? Ja, natürlich. Pascal, ich habe bisher immer angenommen, Michael wäre der Vater. Wie kommst du denn darauf? Ich habe mit Michael nie geschlafen. Ja, das habe ich inzwischen auch erfahren. Michael wird mich nie verstehen, aber ich konnte mit ihm nichts aufbauen, weil mein Herz noch in Paris war. Michael mag dich gern. Und ich hoffe, er kommt uns bald besuchen. Ich habe ihm ganz schön Unrecht getan. Wegen Jean habe ich damals plötzlich Paris verlassen und bin zu dir gekommen, weil ich ihn vergessen wollte. Es war so, ich kann es dir das nicht erklären. Es ist einfach so passiert. Ja, und jetzt, c'est une nouvelle vie qui commence. Ein neues Leben fängt an. Weiß denn schon, dass er Vater wird? Ich habe 100-mal versucht, ihn anzurufen. Und einmal plötzlich, ich habe eine Frau am Telefon gehabt. Seine Frau. Und sie hat mir erzählt, dass er mit seinem 3-jährigen Sohn spielt. Und du willst das Baby trotzdem behalten? Das Baby kann nichts dafür. Und ich mag es so, so fest. Ich freue mich. Kannst du das verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Woo!
rein. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist der Herr Mühlenburg, der Mann, mit dem deine Mama arbeiten will heute. Ach so, der. So ein Haus habe ich ja noch nie gesehen. Mit einem Baum im Wohnzimmer. Ja, ein Spinner hat's gebaut. Und wir haben das Glück, drin wohnen zu dürfen. Fantastisch. Das ist es. Es scheint ein bisschen chaotisch, aber es ist vernünftig und praktisch. Und vor allem, wir sind glücklich hier. Das Haus hat eine Naivität, als hätte es ein Kind gebaut. Gefällt Ihnen unser Haus? Sehr sogar, kleines Fräulein. Du bist bestimmt die Patricia. Woher wissen Sie denn das? No, deine Mama hat mir sehr viel von dir erzählt. Aha. So, wir arbeiten jetzt und wenn dein Kuchen fertig ist, dann machen wir eine Pause, okay? Oh, gut, dann kann ich ja Teig naschen. Es wird nicht mehr genascht, sonst bleibt doch nichts mehr übrig. Also keine Freude, nur Arbeit. So ist es. Wir gehen nach oben. Dreh mal lang rum, fahr mal los. Ich hole Hilfe. Die Adresse ist Kieswerk Seeberger, Kirchstock 8.
Danke. Jetzt geh schon hin. Langer? Alexander, ich bin's. Bitte, du musst ganz schnell unser Kies wegkommen. Oh Mann, wir haben so viel Mist gebaut. Ist der Sascha verunglückt? Wie hast du den Notarzt gerufen? Er liegt da wie tot. Pass auf, rührt ihn nicht an. Lass den liegen, ich komme. Danke. Schon. Ja. Moment. Wo ist es denn? Da. Hallo, Sieberger? Alexander, grüß dich. Bitte was? Um Gottes Willen, ist es schlimm. Ich komme sofort. Was ist denn passiert? Ein Unfall im Kieswerk. Ich komme mit. Mann, wie kommst du denn hierher? Das sollte ich besser dich fragen. Sascha. Vorsichtig an. Gib's mal Jacken her. Ganz flach. Ganz flach. Hast du den Notarzt verständigt? Hab ich. Ach. Sascha. Sascha wieder gesund wird? Tja, das wollen wir doch hoffen. Komm, lass den Kopf nicht hängen. Ich habe in deinem Alter genauso viel Mist gebaut. Das nützt mir aber nichts. Ich habe einfach so ein schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Weißt du, dass der Sascha tot sein könnte? Oder ein anderer Junge? Oder du? Und dir tut's leid? Kannst du mir vielleicht die Geschichte genauer erklären? Oh Mann, wir haben doch einfach Mist gebaut. Bitte, ich kann jetzt nicht mit euch drüber sprechen. Kann ich in mein Zimmer gehen? Ja, Manuel, du darfst. Hättest du was dagegen, wenn ich noch ein bisschen bleibe?
Sag mal, dieser neunmal schlaue Obersanitäter, triffst du den jetzt öfter? Ich arbeite mit ihm. Ach so, du arbeitest mit ihm. Nimm mal das jetzt so. Bist du eifersüchtig? Ich eifersüchtig nie. Lass mir gefallen.